Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von American Truck Simulator Staffel 2 Reloaded. Wir befinden uns hier in, wie ihr sehen könnt, beim LKW-Händler von Peter Bilt in Bakersfield. Und ja, auch wenn ich in der letzten Folge am Ende gesagt habe, hier, ne, wir müssen noch einen Auftrag fahren, bevor wir die Kohle für den Freightliner haben. Wie ihr sehen könnt, wir haben 110.000. Ich muss nochmal kurz raustappen, I'm sorry. So, dann sehe ich auch, was, wenn die Sonne scheinen würde. Wie ihr sehen könnt, haben wir genügend Kohle, um den LKW zu holen. Wir haben 113.000. Wir müssen ja nicht direkt tanken, wir holen dann direkt wieder Geld rein. Deswegen würde ich sagen, ich weiß ja keine Ausführung ändern. Wir haben nur das Fahrerhaus, Fahrerbäcker ist sowieso schon auf Full. Gut, Motortuning. Boah, das ist ja richtig günstig, holy shit. Hallo, ich bin noch hier drin, warum? Warum scrollt man auch wieder was anderes mit? Ja gut, vom Prinzip her können wir ja schon. Okay, wir können auch nicht direkt, das können wir erst beim nächsten Mal, wenn wir dann wieder dort sind. Wenn wir die Kohle haben, können wir dann auch ein bisschen mehr reingehen und so weiter. Wir haben keinen Retarder, das ist belastend. Der Retarder kostet fast am meisten. Vom Interior können wir nichts machen. Wir könnten höchstens hier noch was machen. Okay, wir haben eben Möglichkeiten. Also Möglichkeiten, ganz viele. Gut, das andere lassen wir erstmal außen vor und wir kaufen uns den Freightliner und beginnen dann direkt unsere erste Fahrt. Vielen Dank für Ihren Verkauf, Ihren Kauf Ihres ersten LKWs bei uns und würden uns... Was? Wir danken Ihnen für den Kauf, also ja, wir danken Ihnen für den Kauf Ihres ersten LKWs bei uns. Und würden uns freuen, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bitte achten Sie, bei allen hier gekauften Zugmaschinen ist die reguläre Versicherung bereits bezahlt. Wunderbar, wir müssen sofort, ja, wir müssen, wie der Zufall ist, will auch hier erstmal schlafen. Dann machen wir es doch noch gleich. Und legen uns erstmal hin. Und schauen danach, was wir für Aufträge annehmen könnten. Oh, das wird eine dunkle Fahrt. Auch nicht schlecht. Los Angeles sind wir. Okay, ich wusste gar nicht, dass wir in Los Angeles unsere Garage haben. Egal. Gucken wir mal, was wir hier von Los Angeles an Aufträgen haben. Propan. Puh, das ist auch nicht schlecht. Propan nach Phoenix für $22.627. Knapp $60 pro Meile. Holy shit. Ja. Das nehmen wir doch mal aber so weit von an. Ja, ich hoffe mal, dass diese Aufnahme jetzt auch nicht so asynchron ist vom Ton. Da hatte ich mich beim Bus Simulator 18 ein paar Problemchen. Immer 13 Ganggetriebe in dem gleichen Sinne. Dann wollen wir mal zu Gallen fahren. War auch, glaube ich, Gallen, ne? Ich meine schon. Sowas um den Dreh ist, glaube ich, die Firma.
Aber gut, dann ist es halt nur ein bisschen mehr Aufwand beim Schneiden, aber das ist jetzt auch halb so wild. Hauptsache, wir haben unseren ersten eigenen LKW und mal gucken. Ich denke mal, wir werden den im Anschluss an diese Tour auch tunen. War ja blödsinnig, wenn nicht. Ja, so krass wollte ich jetzt auch noch nicht in Eisen gehen, aber gut. Ah, das ist schon schön. Jetzt haben wir auch hier unseren eigenen LKW. Und können hier das Empire längst mal irgendwie auch aufbauen. Bleiben doch lieber hinter dem. Sicher, sicher. Ah, der Freightliner ist schon nice vom Sound her. Muss man schon sagen. Okay, die nächste rechts. Also wir sehen die übernächste. Langsam wieder Zeit fürs Licht, ne? Und wir haben noch 11 Meilen zum ersten Aufwärts im Auftrag. Geber. Kann man ja auch wieder anders nicht sehen, ey. Holy shit. Da wahrscheinlich auch noch nicht mal. Okay, das ist interessant. Ja gut. Ich denke mal, wir werden auch ein Level abbekommen. Nach diesem Auftrag. Mal schauen. Ist der Monitor dunkler geworden auf der rechten Seite? Ich bin gerade voll verwirrt. Es kommt einem zumindest so vor. Wenn wir schneller fahren dürfen als 30 Miles per Hour, hätte ich sogar noch überlegt, ihn zu überholen auf dieser kurzen Distanz, aber gut. Aber wir kommen da eigentlich ganz gut. Die Ampel, die springt gleich krumm um auf grün. Muss man jetzt irgendwie noch erst einschätzen lernen, so wirklich wie lang der Freightliner ist. Mal gucken, man sieht zwar die Haube, ne? Aber das ist ja jetzt nicht so eine lange Schnauze, sondern eher so eine mittellange Schnauze. Würde ich jetzt zumindest mal so bezeichnen. Also ich bezeichne in dieser Argumentation wäre die vom Canvas W900 die lange Schnauze. Gut, vom Peterbilt haben wir natürlich auch eine kurze Schnauze so gesehen, oder eine mittlere Schnauze.
Ach Gott. Läuft super. Aber man gewöhnt sich dran. Das ist die erste Tour. Das sieht nicht gut aus. Okay, das sieht doch eigentlich gut aus. Man sieht nur kaum was. Wegen der einen Strebe da. Mit dem linken Spiel geht es dann wieder richtig simpel. Ja. Dann würde ich sagen, fahren wir mal los. Wie viel Pfund waren das nochmal? 40.000? Naja, 40.500, okay. Das Tool liegt aber auch wieder ein bisschen komisch. Bremsen sind gut, ein bisschen zu gut. Dann wollen wir mal 360 Meilen bis nach Phoenix. Ein ordentlicher Abschnitt erstmal nur mit 55 Miles per Hour. Bis wir dann endlich in Arizona sind. Hoppala. Ich bin zu stark in Eisen gegangen. Und wir fahren nochmal schön durch Los Angeles durch, wie scheint. Braucht sogar zweispurig, oder nicht? Ah, die wird einspurig, ne? Meint, aber ja was. Schön, dass wir können durchfahren. Okay, dann fahren wir mal eine hohe Eisversee-Fracht durch den Feierabendverkehr. Mal der weniger gegen das Ende des Feierabends, aber es ist eigentlich ganz schön, so mit der untergehenden Sonne und den Silhouetten der Palmen. Ach, ist eigentlich schon schön, ne, hier so durchzufahren. Also, Kalifornien. Also, es ist gelungen, muss man einfach so sagen.
Gut, die $540 waren jetzt ein bisschen unnötig, weil wir waren ja eigentlich schon drauf und drüber. Aber gut. Wenn das Spiel das meint, dann meint das Spiel das halt so. Ampel bekommen, wenn ich muss man wieder warten. Wirklich weit vorangekommen sind wir jetzt noch nicht, ne? 10 Meilen. Aber gut, wir sind jetzt bisher auch noch nicht wirklich auf der Interstate gewesen oder auf dem Freeway oder Highway. Sondern bisher bin ich immer noch in Los Angeles. Was eigentlich auch nice ist, weil Los Angeles halt doch schon ziemlich ein ziemlich großer Stadt hier im Game ist. Aber da ist ja doch die Auffahrt zum Interstate. Geht jetzt auch wieder ein bisschen flotter voran. Wobei es auch gut sein könnte, dass wir noch über den einen oder anderen, die eine oder andere hügelige Passage fahren. Ich weiß nämlich ganz genau nicht mehr, wie die Strecke ist. Von daher könnte es sein, dass wir uns doch noch ordentlich hochkämpfen müssen, weil wir leider nicht ganz so stark sind. Wie man gerade merkt. Könnte dementsprechend also doch noch eine etwas längere Fahrt werden, als dies wäre mit einem Full-Tuned Freightliner Cascadia. Kommen nicht mal wirklich. Wir haben ja schon zu kämpfen, auf die kalifornische Maximalgeschwindigkeit zu kommen. Wie wird das denn in Arizona sein? Da kommen wir gar nicht voran. Sind wir ja rückwärts sogar schneller. Dabei sind das nur 40.000, nur 40.500 Pfund.
Das könnten auch 118.000 sein. Das wäre ja übel. Gut, und Retarder natürlich. Das heißt, wir rollen runter. In der Hoffnung, dass wir nicht geblitzt werden. Auf diesem etwas schnelleren Abschnitt. Und wollen wir mal weiter Richtung Innenosten, Richtung Ehrenberg. Aber diese ganzen Nachtfahrten, die killen mich noch, ne? Also. Es ist zwar gerade auch eher so eine weniger sonnige Passage, aber. Trotzdem schwer irgendwie. Oder es wird eher schwer, was zu erkennen. Weiße Gardinen sind halt. Kacke. Oder helle Gardinen. Was das jetzt betrifft. Mal abgesehen von der Ästhetik. Ach ja. Und freue ich mich, wenn wir den LKW. Ich weiß gar nicht, war es mal im Motor, glaube ich, oder? Oder haben wir schon einen der besten Motoren? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf alle Fälle wollen wir uns dann gleich den bestmöglichen Motor, damit wir hier, ne, ein bisschen was ziehen können. Eventuell, wenn wir die Möglichkeit haben, mit dem Refund-System, holen wir uns auch noch mal eine Gearbox dazu, noch ein weiteres Getriebe. Zum einen mit Retarder, eventuell auch mit mehr Gängen. Werden wir dann sehen. Aber ich würde ja gerne überholen, ne? Das Problem ist, die KI ist so arschlangsam gerade beim Überholen. Boah, alter Scheiße. War aber auch echt letzter Meter. Vielleicht kommen wir nicht mehr rechts rein, weil wir den Berg wieder hochgehen. Wetten. War vielleicht nicht ganz so klug gewesen. Weil die Strecke, die ist in die Interstate 10, meine ich, wenn wir auf der Interstate, doch, ja. Da kommt, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, gleich doch eine etwas hügeligere Passage, wo es rauf und runter geht. Also noch nicht jetzt, aber bald. Noch mit der Zeit aus, sind wir da? Oh. 3:28, wenn wir erwartet, ja. Ein bisschen zu früh, dann warten wir nochmal, wenn wir dort sind. Dass wir dann auch im Rahmen abliefern. Das sind jetzt nicht solche utopischen Wartezeiten, von daher kann man das ruhig machen. Wieder mal. Muss man jetzt nicht zwangsweise anrufen.
Ich muss schon sagen, ich habe echt das Gefühl, dass ich sehr, 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 sehr selten einfach nur Bobtailfahrten sehe. Also das ist eigentlich meistens immer eine Schwelle hinten dran. Oh, really? Dann brauche ich jetzt Gummi. Geht doch. Das hat ein bisschen gedauert. Hat so lange gedauert, bis die Sonne wieder rauskommt, aber gut. Mal wieder heller. Jetzt haben wir den Kontrast höher. Dann sehen wir auch wieder was. Wenn er da vorne jetzt wieder langsamer wird, dann ja gut, hat sich jetzt ja, überholen zumindest. Bisschen gelohnt. Ein paar Sekunden. Lebenszeit erspart. 188 Meilen bis nach Phoenix und wir sollten vermutlich so ein knapp, weiß ich gar nicht, 50 Meilen oder so sollten wir, glaube ich, in Arizona sein. Wenn ich den Horizont betrachte, zumindest das, was ich so erkenne als Horizont, sind wir bald da. Gott, oh Gott. Problem mit dem Kontrast zu erstellen beim Monitor. Also ich zocke jetzt gerade wieder über die OBS-Aufnahme, die hoffentlich nicht asynchron ist. Ansonsten muss ich noch mal gucken, ob ich der OBS-Studio wieder zurückpatche. Aber dadurch, dass ich halt nebenbei noch den Task Manager offen habe, ist es doch schon eine Überblendung, also eine zusätzliche Blendequelle. Neben der Sonne, die sowieso schon präsent ist. Was ich, aber auch, ich muss aber auch sagen, was ich interessant finde, also gut. Interessant in dem Sinne, gut, es gibt ja keine, ne, wenn es Tankstellen gibt, die man beliefern könnte, würde man es halt dorthin liefern. Also vom Sinnverständnis macht es. Wobei, ich würde nicht sagen, dass es keinen Sinn macht, aber und auch nicht wenig Sinn. Ich meine, es macht halt schon Sinn, wenn jetzt beispielsweise in der Gallen-Raffinerie das Öl nicht verarbeitet werden kann zu Treibstoff, was dann halt umgelagert wird, oder weil jetzt in Phoenix ein Defizit an Propan in diesem Fall herrscht und dort in Los Angeles halt ein Übermaß ist, kann man halt schon so firmenintern dann mal so ein bisschen, ne, liefern. Weise umlagern macht schon mehr Sinn. Was auch immer da gerade durchs Bild gerutscht ist. Also auf dem Hauptmonitor, auf dem Monitor, wo das Spiel eigentlich läuft. Ach, das waren die Lampen, holy shit. Ich dachte, da ist irgendwie irgendwas Helles, was fliegen kann, geflogen. Also ein Insekt meine ich jetzt. Und wir sind in Arizona. Und versuchen wir mal das Tempo zu erhöhen. Schauen wir, wie viel wir schaffen mit dem aktuellen Setting. Gut, in Folge, ach in Folge, in Staffel 3 Reloaded, da sind wir ja Folge 15, in Folge 16 holen, so einen eigenen LKW, also schon umfahren, perfekt. Das ist immer sehr schön. Sprich, wir sind auch auf einem relativ ähnlichen Niveau von der Zeit her. Also gefühlt so in 2 Wochen Abständen von ETS 2 Staffel 3 Reloaded zu ATS Staffel 2 Reloaded zu ATS Staffel 3 Reloaded. Ist doch eigentlich schon mal gar nicht mal so verkehrt.
Und hier geht's bergauf und bergab. Dann vielleicht war die Passage, also doch, diese hügelige Passage, doch noch nicht in Kalifornien, sondern schon in Arizona. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht. Aber scheint ja so der Fall zu sein. 100 Meilen noch bis nach Phoenix. Allerdings triggert. Hey, vom Aufnahmemonitor. Wo es läuft. Jedes Mal, wenn es hier so eine breite Straße ist, habe ich das Gefühl, dass ich auf dem verkehrten Navi-Modus bin. Ich war auf dem anderen, so gesehen. Auf einem unnatürlichen. Wir fahren geradeaus weiter, wir fahren nicht über die Rest Area. Das macht aber sowas von gar keinen Sinn. Aber manchmal ist das Navi ein bisschen. Wobei habe ich das auf den kürzesten oder auf den schnellsten Weg oder auf dem. Ich habe keine Ahnung. Auf dem bestmöglichen Weg, glaube ich. Glaube ich. Also ich habe es auf den Standardeinstellungen, das weiß ich auf alle Fälle. Ich weiß aber nicht, was Standardeinstellungen sind. Dafür sind die Einstellungen bescheiden, das wissen wir schon länger. Oh. Geht doch gleich mal schon wieder runter auf 35 Miles Power, oder? Ausbremsen. Aber nach der Baustelle erst die maximal erlaubte Geschwindigkeit erreicht. Heilige Scheiße. Also war so klar, dass wir nur ausgebremst werden. Irgendwie. Obwohl, eigentlich habe ich damit eher nicht wirklich gerechnet, weil halt Nacht ist, aber. Mal dieses Last Minute einpendeln. Boah, Last Second, besser gesagt. Mensch, wir waren gerade so schön auf Geschwindigkeit. Aber gut, wir sind jetzt auch fast in Phoenix. Die Stadt. Meisterei um Phoenix rum ist halt gerade ein bisschen aktiv. Da sind halt auch mal Nachtbaustellen werden benötigt, damit man dem Zeitplan auch hinterherkommt. Erstmal fast die Hälfte des Tanks auf diesen knapp 400 Meilen, die wir jetzt insgesamt gefahren sind, ballert. Heilige Scheiße. Alle zwei Folgen tanken, oder wie? Mindestens.
in der Zukunft vielleicht sogar jede Folge einmal tanken. Eieiei. Und ich glaube, so dass wir haben so, glaube ich, so das Spritsparendste, was geht. Gut, ne? Durch die ganzen, nennen wir es mal, Skill Points und so weiter. Die sind dann eher ausschlaggebender als jetzt irgendwie mehr Tank oder größere Tanks oder sonstiges. Eigentlich wollte ich auf der rechten Seite bleiben, aber gut. Immer diese kurze Wartenzeiten. Ja, von einer großen Stadt, also groß inszenierten Stadt, nennen wir es mal so, oder rebuildeten Stadt zur nächsten, so gesehen. Was gut ist, wir laden sogar, glaube ich, relativ in der Nähe vom Händler und dem auch von der Werkstatt ab. Okay, dann fahren wir da geradeaus weiter. Hoppala. Dann machen wir einen kleinen Umweg, mehr oder weniger, was das betrifft. Und fahren dann im Anschluss an die Lieferung dann zum Händler, zum Kenras Händler. Wir fahren komplett durch. Dann ist aber echt knapp die Hälfte jetzt. Also wir sind ein bisschen über der Hälfte, glaube ich. Ja, wir sind knapp über der Hälfte gerade. Also das hat schon ordentlich reingebuttert. Wir fahren ja doch zu einer Tankstelle. Oh. Gallon Oil. Ich dachte. Dann fahren wir halt sogar tatsächlich zur Tankstelle, dann macht das sogar noch mehr Sinn.
Da scheint frei zu sein. Ach du heilige Scheiße. Ich hab mir doch mal den Kleinen genommen. Ach, scheiß drauf. Ausgezeichnet, Popan von Los Angeles, nach Phoenix geliefert, 366 Meilen gefahren, 7 halt schon haben wir gebraucht, 69 Geld verbraucht, $22.627 bekommen, 900 Erfahrungspunkte, wir sind damit Level 8 und gehen auf Level Fanfarten. Und Lieferung bis zu 650 Meilen, heilige Scheiße, plus 10% höhere Vergütung für Lieferstrecken über 400 Meilen. Wunderbar. Dann würde ich sagen, markieren wir uns, wobei, das ist eigentlich gar nicht so weit weg. Aber nichtsdestotrotz markieren wir uns die nächste Werkstatt und fahren dorthin. Legen uns dort dementsprechend auch noch danach hin. Denn wir sind müde. Das war knapp. Aber mehr als nur knapp. Holy shit. Fang geradeaus weiter. So explizit muss vom Navi nun auch ja nicht folgen. Haben wir denn? Wir haben 25.000, das ist nice.
Dann, ja. Gut, Wartung müssen wir wahrscheinlich nichts machen. Ach, die 82 Dollar. Diese kommen auf den Verschleißen aufwendig an. Ja, vom Fahrwerk her haben wir, soweit ich weiß, das beste Brüche halt. Wir haben aktuell nur 310 PS. Die Frage ist, okay. Würde ich sagen, nehmen wir direkt den Detroit Double D Series 16, 600 PS. Und 950 bis 1000 Liter pro Minute, glaube ich. Soll es heißen. Wir haben aktuell die Cummins Series drin. Wo nehmen wir die? Müssen wir mal gucken. Wenn der Sound jetzt gleich anders ist, dann werden wir vielleicht dann doch lieber wieder. Wir werden eventuell dann zur Cummins ISX Series 15 wechseln. Wir sind gerade bei 4000. Der Eaton Fuller 18V hat kein Retarder. Ich würde sagen, wir nehmen den Eaton Fuller 15 Retarder. 15 Gängen halt. Boah. Ansonsten gut, da kann man halt immer noch Grill Add-ons. Ja, da können wir im Laufe der Zeit noch mal ein bisschen mehr Spaß dran haben. Federer Cascadia als Logo. Gut, Bottom Lights und so weiter für 80. Können wir einfach auch nochmal dazu nehmen. Aber größtenteils werden wir das alles. Oh, Side Lights natürlich auch. Wir wollen ja gesehen werden, ne? Und dann machen einfach nochmal die Beacon drauf. Sicherheitshalber, man weiß ja nie, ob man nochmal so einen Auftrag bekommt oder nicht. Dann sind wir damit schon mal ausgerüstet. Wir haben mal die gechromten, oder? Ich weiß nicht. Lack. In dem Fall ist in das Schwarz doch besser. Oh, 15.000. Nehmen wir mal einfach die 15.000 und bezahlen den erstmal so. Okay, ich dachte, das sind die Pipes. Mit Smoke oder ohne Smoke? Ah, ich weiß ja nicht. Mit dem Smoke spielen wir später nochmal und gucken, ob der dann wirklich so gut animiert ist. Dass der halt auch anders, dass er nicht so eine Standardanimierung hat, Animation hat, sondern auch sich. Okay. Der Motor ist leiser, anders. Weiß ich nicht, kann sein, dass wir nochmal wechseln. Muss den anderen Motor schlappen. Das ist doch schon ein bisschen dumpfer, ne? Der andere war halt deutlich brutaler. Der hier hat ein bisschen mehr Roar, aber wobei der andere hat mehr Roar. Naja. Er ist halt ein bisschen mehr vor die Stadt so gesehen, wo man halt Leute nicht beim Schlafen stören will.
Und apropos Schlafen, ich hoffe, es euch hat die Folge gefallen. Und ja, wir sehen uns nächste Folge wieder. Und zwar ausgeschlafen und in neuer Frische. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.